Willkommen hier zu diesem neuen Video. Heute möchte ich mit euch gemeinsam über die neuesten Berichte rund um Apple diskutieren und ein bisschen meine Meinung mit euch teilen, denn es gab mal wieder ziemlich viele Berichte, die verdammt spannend klingen. Also, los geht's nach dem Intro. Viel Spaß! Videos wie dieses hier sind möglich dank RhinoShield, dem Sponsor des heutigen Videos. RhinoShield unterstützt nicht nur diesen Kanal seit Jahren, sondern ist auch bekannt dafür, Hüllen für Smartphones zu produzieren, die nicht nur schick aussehen, sondern richtig stabil sind. Wenn ihr also vermeiden möchtet, dass euer Smartphone so aussieht, dann solltet ihr euch die Hüllen auf jeden Fall mal genauer anschauen. Und damit nicht jede Hülle gleich aussieht, kann man Knöpfe und Kameramodul farblich personalisieren, um das Ganze etwas mehr an den eigenen Style anzupassen. Ganz neu erhältlich ist auch eine transparente Hülle. Diese bietet alle Vorteile einer RhinoShield Hülle, nur dass sie dabei euer schönes Smartphone nicht versteckt. Der Link zum Shop ist in der Videobeschreibung und mit dem Code TOPSECRET bekommt ihr beim Kauf nochmal etwas Rabatt. Erinnert ihr euch eigentlich noch an den HomePod? Und nein, ich meine nicht den HomePod Mini, den man jetzt noch kaufen kann, sondern diesen hier, also den großen HomePod, der leider aus dem Sortiment genommen wurde und den ich eigentlich unfassbar gerne mag. Nicht nur, dass das Design extrem cool ist, sondern er klingt auch einfach deutlich besser als der HomePod Mini, was irgendwo auch logisch ist, wenn man beachtet, wie groß dieser HomePod im Vergleich zu der Mini-Version ist. Aber der hat sich anscheinend nicht so gut verkauft, wurde dann aus dem Sortiment genommen und jetzt aktuell verkauft Apple ja nur noch den HomePod Mini. Allerdings soll sich das laut Mark Gurman 2023 sich ändern, denn Apple arbeitet an einer neuen Version von diesem HomePod. Intern bei Apple hat dieser neue HomePod den Codenamen B620 und dieser HomePod soll sich deutlich mehr an der Größe und auch am Klang von diesem HomePod orientieren, als von diesem kleinen, der im direkten Vergleich echt ultra winzig ist und trotzdem einen super Klang hat, aber für Leute, die wirklich gerne und viel Musik hören, für die ist natürlich dieser große HomePod einfach ein Traum. Ich persönlich bin von dem Klang so begeistert, dass ich mir erstmal, als der HomePod eingestellt wurde, noch zwei weitere Stück gekauft habe, einfach damit ich bei mir überall die großen HomePods auch nutzen kann. Nichtsdestotrotz habe ich mir natürlich auch hier den kleinen HomePod Mini mal angeschaut und man merkt auch, alleine was die Updates angeht, dass der HomePod Mini deutlich mehr gepflegt wird als der HomePod, der mittlerweile gar nicht mehr verkauft wird. Also gerade was Bugfixes und auch neue Funktionen und so angeht, da setzt Apple ganz klar den Fokus hier auf den kleinen HomePod. Von daher würde ich mich extrem freuen, wenn es von dem großen HomePod eine neue Version gibt mit einem noch besseren Klang und auch dem neuen S8-Chip, der aktuell in der Apple Watch verbaut wird und wohl in der nächsten Generation vom HomePod ebenfalls drin sein wird. Damit noch nicht genug. Hier auf der Oberseite vom HomePod ist ja ein Display, wo man diese Siri-LED eingeblendet bekommt, wenn man mit Siri spricht. Und dieses Display oben soll ein Multitouch-Display werden. Das heißt, es wird wahrscheinlich auch Gesten oder sowas oder eine richtige Display-Anzeige unterstützen. Und ich bin mal extrem gespannt, wie Apple das Ganze umsetzen wird und was jetzt an den Berichten dran ist. Aber ich persönlich bin auf jeden Fall extrem hyped. Aber lasst uns mal über das iPad sprechen. Das ist nämlich der nächste Punkt und ich meine nicht etwa die teuren iPads, sondern das Einstiegsmodell. Das iPad 9, das bekommt nämlich dieses Jahr einen Nachfolger, nämlich das iPad 10. Wer hätte es gedacht? Okay, Spaß beiseite, wir sollten auf jeden Fall über die erwarteten Neuerungen sprechen. Zum einen, das Display soll von 10,2 auf 10,5 Zoll anwachsen. Das ist auf jeden Fall eine super Neuerung. Dann soll es den A14-Chip statt dem A13 geben, der ja hier noch im iPad 9 verbaut ist. Leistungstechnisch wird man da ca. 30% mehr bekommen und es soll 5G-Support geben, was auch mega ist. Aber ein Punkt, und das ist die letzte erwartete Neuerung, die hat mich auch zum Nachdenken gebracht, und das ist der USB-C-Anschluss. Und ihr fragt euch jetzt zu Recht, hä, USB-C? Hier in diesem iPad ist doch Lightning verbaut. Ja, das stimmt, aber mit dem nächsten iPad soll sich das Ganze endlich ändern. Es macht auch nur Sinn, denn früher oder später muss das iPad so oder so einen USB-C-Anschluss bekommen, weil die EU ja eine neue Richtlinie vereinbart hat, wonach Elektronikgeräte nur noch verkauft werden dürfen, wenn diese auch über einen USB-C-Anschluss verfügen. Das heißt, Lightning muss rausfliegen und alle anderen iPads haben bereits USB-C und das iPad 9 ist dementsprechend das letzte Gerät, das noch auf den alten Lightning-Port setzt. Ja, und ich habe mir dann so auf Sherlock Holmes angelehnt gedacht, wie sieht das Ganze dann aus? Wie wollen die hier USB-C reinmachen? Weil, ihr seht ja hier die abgerundete Kante, die macht den Port ziemlich instabil und USB-C ist generell nicht ganz so stabil wie Lightning. Und dann habe ich mir überlegt,
alle anderen iPads haben USB-C bekommen nach einem Redesign, und zwar zu dem kantigen Design. Und damit meine ich diesen Formfaktor, wo ich ganz ehrlich auch denke, dass wir dieses Jahr beim iPad 10 ein Redesign bekommen und dann dementsprechend auch dieses modernere Design ohne Homebutton mit den abgeflachten Kanten, wo man dann das neue Zubehör natürlich kaufen muss, wo Apple auch nochmal ordentlich Geld mit verdienen wird und mit dem Apple Pencil 2 Support. Also es gibt viele Gründe, die auf jeden Fall dafür sprechen. Und wenn man sich mal das ganze Lineup anguckt, dann fällt das iPad 9 aktuell in jedem Punkt daraus. Es gibt noch den Homebutton mit den dicken Displayrändern, das alte Design und Lightning. Und ich persönlich glaube, mit dem iPad 10 wird sich all das ändern. Ich will mich noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber mein Tipp an euch, falls ihr gerade überlegt, euch ein günstiges iPad zu kaufen, vielleicht lohnt es sich nochmal bis zum Herbst zu warten, wenn es nicht ganz dringend sein muss, sondern einfach nur ihr Bock auf ein iPad habt. Denn ich persönlich denke, dass wir im Herbst ein sehr großes Update vom Einstiegs-iPad bekommen. Und apropos Update, die Apple Watch wird wohl im Herbst auch eine neue Version bekommen, nämlich die Series 8. Und im Vergleich zur Series 7, die ich hier am Arm trage, wird sich wohl beim Design nichts tun. Was in mir so ein bisschen die Frage aufwirft, was mit diesem großen Redesign, was wir alle für letztes Jahr erwartet haben, passiert ist. Ob wir das jemals sehen werden oder ob das Ganze vielleicht nur ein falscher Leak war oder ob das ein Prototyp war, der einfach dann doch nicht produziert wurde. Eventuell werden wir es nie erfahren, eventuell in ein paar Jahren, wenn diese Apple Watch dann so rauskommt, aber für dieses Jahr wird es wohl weiterhin kein Redesign geben, aber trotzdem wird es einen neuen Sensor geben. Denn laut Mark Gurman wird die Series 8 ein eingebautes Fieberthermometer haben, was man dann immer hier mit sich am Handgelenk rumtragen kann. Und wenn ich mal zurück an die Zeit denke, wo man beim Einlass in Geschäfte immer Fieber gemessen bekommen hat, um sicherzugehen, dass man nicht irgendwie Corona infiziert ist, dann ist es eine Funktion, die eventuell auch in Zukunft noch sehr hilfreich sein kann. Wenn man dann einfach beim Einlass in Geschäfte zeigen kann, hier, das ist meine Körpertemperatur und dann muss das nicht extra gemessen werden. Und natürlich allgemein, um die Gesundheit im Blick zu behalten. All sowas wird auf jeden Fall damit verbessert und möglich. Und wenn man sich anguckt, wie die Apple Watch mittlerweile positioniert wird von Apple, dann ist es schon fast mehr ein Gesundheitsgadget als irgendwie ein mobiler Computer am Handgelenk. Also natürlich, das Ganze ist hochtechnisch am Handgelenk, aber ich meine damit, dass es mehr ist als nur eine Notification-Zentrale, die man am Arm hat, wo man irgendwelche Memojis verschickt und so. Das geht zwar auch, aber der Hauptfokus liegt definitiv auf der Gesundheit und deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir diesen Sensor in der nächsten Apple Watch verbaut bekommen. Und außerdem ist auch die Outdoor-Version mit dem robusten Gehäuse noch immer nicht vom Tisch, sondern wird auch für die Series 8 als Extra-Version der Apple Watch erwartet. Also, es bleibt auf jeden Fall spannend und ich werde euch hier auf dem Laufenden halten und falls ihr keine Videos verpassen möchtet, dann abonniert auf jeden Fall den Kanal. Aber bevor ihr wegschaltet, zwei News gibt es noch und die eine dreht sich um die AirPods Pro 2. Ja, die sollen dieses Jahr auch noch auf den Markt kommen. Sie sollen ein überarbeitetes Design bekommen, was höchstwahrscheinlich ohne diese Stäbchen, die aus dem Ohr rausragen, auskommen soll, sondern dass man dann einfach nur die Earbuds sozusagen in die Ohren einsetzt. Gleichzeitig soll auch verlustfreies Audio über Apple Music supportet werden, was auch nochmal dazu führen sollte, dass die Audioqualität verbessert wird und es soll eine verbesserte Akkulaufzeit geben. Damit aber ebenfalls noch nicht genug, denn das Akku-Case soll zum Aufladen statt Lightning ebenfalls USB-C bekommen. Aus meiner Sicht, wie gesagt, der richtige Schritt. Ich liebe es, wenn alle Geräte den gleichen Anschluss haben und man nicht für jedes Gerät ein extra Kabel mitnehmen muss. Und auch hier greift natürlich die EU-Richtlinie, die Apple im Grunde genommen dazu zwingt, dass man USB-C statt Lightning verbaut. Ich persönlich glaube, dass die AirPods Pro 2 ebenfalls im Herbst rauskommen. September, Oktober halte ich persönlich für realistisch. Oder es wird einfach im Dezember zum Beispiel kurz vor Weihnachten nochmal eine Pressemitteilung mit der neuen Version der AirPods geben. Aber sobald es dazu neue Infos gibt, erfahrt ihr es natürlich hier auf dem Kanal. Und wo wir heute schon so viel über USB-C gesprochen haben, können wir auch gleich nochmal damit weitermachen. Denn die EU-Richtlinie ist ja mittlerweile durch. Das ist gesetzte Sache. In Amerika fangen bereits auch erste Leute an zu überlegen, ob es nicht eventuell clever wäre, der Umwelt zuliebe und der Einfachheit halber, dass man USB-C als Hauptstandard verwendet für Elektronikgeräte, die man so mit sich rumträgt. Also im Grunde genommen das Gleiche, was die EU jetzt beschlossen hat. Aber in Brasilien wird das Ganze auch überlegt, da allerdings mit Beschränkungen auf Smartphones, dass die USB-C als Stecker verwenden müssen. Ich bin auf jeden Fall super gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt und werde euch hier natürlich auf dem
dem Laufenden halten. Wenn ihr also nichts mehr verpassen möchtet, dann abonniert gerne den Kanal und schaut beim nächsten Mal ebenfalls wieder vorbei. Also bis dahin, ciao!